Du sag mal, wollen wir nächste Woche Mittwoch eigentlich wieder was zusammen machen? Weil ich finde das total cool. Wir haben heute alle Hausaufgaben fertig bekommen und wir können sogar noch was zusammen machen. Ja, genau, noch ein bisschen zusammen chillen. Ja, wir können ja nächsten Mittwoch. Wie sieht's da aus? Ich trage mir meine Termine jetzt immer in meinen Kalender hier ein. Das ist tatsächlich sehr gut. Das sollte vielleicht auch mal anfangen. Ach nee, nächsten Mittwoch bin ich schon mit meiner besten Freundin verabredet. Ich dachte, ich bin deine beste Freundin. Hallöchen, Omilein, es ist so schön, dich wiederzusehen. Ach, Kleine. Gibt's schon was zum Mittagessen? Hast du schon was vorbereitet? Ich hab total Hunger. Kindchen, was ist denn mit deiner Hose los? Was ist ja kaputt? Bist du in den Speichen von deinem Fahrrad geraten? Nein, warum denn? Ist doch alles in Ordnung. Ist doch völlig kaputt, soll ich die nähen für dich? Oma, die Hose, die muss so, die ist kaputt. Doch auch viel zu kurz. Zu kurz? Nein, die ist doch super, das ist modern. Eine kaputte Hose modern? Die Jugend von heute. Sag mal, gab's die Hose denn auch nicht in deiner Größe? Die ist doch viel zu kurz. Auch das ist modern, Oma. Danke dafür. Ich fühle mich jetzt richtig wohl mit meinem Outfit. Ach, Schätzchen. Dass die immer so aufbrausend reagieren muss. Weiß ich doch nicht, dass das modern ist. Hallo, mein Mäuschen, na? Wie geht's dir? Oh, ich habe gerade auf den Wetterbericht geguckt. Morgen soll es regnen und dann muss ich wieder 10 Minuten bis zu dem Bus laufen. Und dann bin ich schon nass, wenn ich da ankomme. Ja, ach komm. Also da kannst du dich jetzt eigentlich wirklich nicht beschweren. Weißt du, bei mir damals war das so. Wir mussten 10 Kilometer jeden Tag querfeldein, sag ich dir, querfeldein. Du läufst schön über die Straße und dann sammelt dich der Bus ein. So was gab's bei mir damals nicht. Ich bin 10 Kilometer querfeldein übers Feld gelaufen. Ja, ich bin super glücklich, 10 Minuten durch den Regen zu laufen, weil bei dir war es ja noch viel schlimmer früher. Und im Winter, sag ich dir erst, das kannst du dir nicht vorstellen. Früher war ja der Winter noch ganz anders. Da waren ja 10 Meter Schnee, durch die ich da durchstapfen musste, ja. 10 Meter! Aber manchmal sind wir dann einfach mit dem Schlitten gefahren und dann haben wir uns einfach so einen Reh geschnappt und das vorne an den Schlitten gegangen. Hörst du mal noch zu? Nein. 16.59 Uhr. 17. Feierabend, ganz pünktlich. Oh, Kathi? Ja? Hi, du, folgendes. Mir wurde das hier gerade noch gegeben. Das muss unbedingt heute noch gemacht werden. Und ich schaffe das leider nicht. Kein Problem, wenn du das machst. Oder du kannst auch heute ein bisschen länger arbeiten, hattest du gesagt. Ich muss ganz dringend los. Sorry, bis dann. Was ist das denn? Ja, ciao. Och, nö. Ich dachte, ich kann pünktlich Feierabend machen. Das ist noch so viel Arbeit. Das dauert mindestens noch 1,5 Stunden. Oh. So, jetzt noch den Lippenstift. Oh, ich liebe Lippenstift. Den dunkleren oder den helleren? Ich nehme den. Das ist genau meine Stimmung heute. Ja? Ach, ja, Oma? Ach, Kindchen. Du drehst ja wieder die Lippenstift auf. Das habe ich früher auch immer gemacht. Kannst dir nicht vorstellen. Sieht schön aus, aber ist nicht nur eine Phase. Nicht? Also solltest du vielleicht nicht immer tragen. Ne? Ist alles nur eine Phase, das geht vorbei. Oh nein, Oma, das ist keine Phase. Das bin einfach ich, das passt zu mir. Das ist voll mein Stil. Früher. Ja, das sagst du jetzt noch, Henriette, das sagst du jetzt noch. Wir sprechen uns in 20 Jahren. Da hinten kommt ja Mareike. Ach Mensch, hi Hanna, cool. Du hast doch voll den Fleck auf dem Shirt, ne? Hast du das schon gesehen? Mach vielleicht mal weg, sieht nicht so schön aus. Hey, schön auch dich zu sehen und ja, das soll so sein, das ist kein Fleck. Bis später dann. Oh, hi Hanna. Oh, du hast ja voll den Fleck übrigens auf dem Shirt. Sieht nicht so toll aus. Vielleicht willst du das Shirt wechseln. Ich habe noch ein anderes dabei. Ich hol dir das mal. Danke. Nein, ich brauche kein anderes Shirt. Das soll so sein. Das ist kein Fleck. Sowas nennt sich Batik. Das ist kein Fleck. Mann. Ach, hallo, Hanna. Das ist aber schön, dich zu sehen. Du bist da ein bisschen dreckig auf dem Shirt. Muss das so sein? Das sieht ein bisschen komisch aus. Also sonst ist das ein schönes Outfit, was du anhast. Aber das ist ein bisschen... Sieht ein bisschen dreckig aus. Wenn das jetzt noch einer sagt, raste ich aus. Das ist kein Fleck.
da bist. Oh. Oh. Warst du irgendwie am Kunstunterricht oder so? Du hast voll den Fleck da auf dem Shirt. Warte, ich habe noch eins über, das kann ich dir ausleihen. Du jetzt auch noch? Niemand braucht mir ein Shirtlein. Es reicht. Es soll so aussehen. Es ist kein Fleck. Es ist Batik. Oh Mann. Okay, übertreib halt. Die hat ja schlechte Laune. Verstehst du das, was wir da gerade machen? Ich habe die Hausaufgaben auch nicht gemacht. Ich auch nicht. Keine Ahnung, was er da gerade will. Aber du, sag mal, hast du Englisch schon gehört, das von Justine und Max? Die sind nicht mal zusammen, ne? Nein, die sind nicht mal zusammen. Richtig. Aber sie hat mit ihm Schluss gemacht, ne? Ja, hab ich auch gehört. Total krass und richtig. Okay, der soll wohl richtig doch. Dina, kommst du jetzt bitte an die Tafel und löst die Aufgabe hier vorne? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, ich komm an die Tafel. Hilf mir. Ich brauch nichts. Oh, das sind die Tests. Heute gibt's die Tests zurück, Mist. Hallo liebe Klasse, ich habe hier die Tests von letzter Woche für euch und zu einigen muss ich da noch mal persönlich was sagen. Also Melanie. Hallo, hey. Also mit dir muss ich jetzt noch mal reden. Ja. Du kannst das eigentlich besser. Wirklich, du kannst das eigentlich besser, wenn du dich noch ein bisschen mehr reinfließt, ein bisschen mehr Hausaufgaben machst. Ich bin mir sicher, dann wird das denn, die nächste Arbeit wird super. Die nächste Arbeit wird super. Ja. Och nö, ja. Wieder eine 4. Ja, ich sag doch, eigentlich kannst du das besser. Wenn ich das besser könnte, dann hätte ich wohl nicht eine 4. Habe ich auch nicht extra gemacht. Oh Mann, Marie, heute gibt es die Tests wieder. Und ich habe bestimmt eine 4 minus. Du hast immer eine 1. Es ist richtig schlecht ausgefallen bei mir heute. Oh Gott, die Tests kommen. Bei mir wird es ganz, also die schlechteste Note bestimmt überhaupt, die man haben kann. Ich bin ja, bestimmt die klassenschlechteste. Ja, Dankeschön. Danke. Und was ist es? Was hast du? 1. Oh, zum Glück doch keine 4 minus. Na, ein Glück hast du vorher so viel gejammert. Ich habe eine 5. Oh. Hey Mama. Ach Marie, was gibt's? Nix. Gar nix. Und was hast du denn da hinterm Rücken versteckt? Nix. Gar nix. Hast du den Test wiederbekommen? Ja, vielleicht habe ich den Test wiederbekommen. Und ich brauche eine Unterschrift. Ja, komm, gib mal her, wie ist denn der ausgefallen? Marie? Kannst du nicht einfach. Guck mal, okay, wir machen das. Du unterschreibst einfach. So, jetzt gucken wir mal. Ah, eine 5? Marie, wie kam das denn? Hast du nicht genug gelernt? Das war halt nicht mein Thema. Also, deine Schwester hat noch nie eine 5 mit nach Hause gebracht. Meine Schwester. Ja, deine Schwester, die hat noch nie eine 5 mit nach Hause gebracht. Wie kann das denn sein, dass du schon wieder eine 5. Eine 5 kann ich einfach die Unterschrift haben? Im letzten Test hattest du schon die 4 minus. Ich will nicht wissen, ob meine Schwester. Und Carina, die hatte letztens wieder eine gute 3 plus. Ja, toll. Krieg ich jetzt die Unterschrift? Ich glaube, ich hole mir da aber nochmal einen Termin bei deiner Lehrerin. Also, da möchte ich ja nochmal auf mitsprechen, ob du auch gut im Unterricht aufpasst. Meine Schwester ist aber viel besser als du. So, das waren sie, die 10 Dinge, die absolut niemand hören möchte. Wirklich niemand. Absolut niemand. Hast du davon schon mal was gehört? Oder vielleicht selber schon mal gesagt? Ja, mit Sicherheit. Also dieses mit dem Shirt, das ist mir glaube ich schon mal passiert. Aber ich bin ehrlich, ich finde das ganz gut, wenn das jemand dann sagt. Ja. Also nicht jeder, aber wenn man es noch nicht gemerkt hat und es macht jemand einen darauf aufmerksam, finde ich es gut. Und es waren ja auch alle voll nett und wollten mir dann ein Shirt anbieten. Also ich finde immer, wenn man irgendwas nicht in 3 Sekunden oder einfach in 3 Minuten fixen kann, dann sollte man Leute nicht darauf ansprechen. Also so Sachen wie, du hast da was im Zahn oder so, finde ich, sollte man immer sagen. Auch so, du hast da vielleicht einen Fleck auf dem Shirt oder so, vielleicht weiß man es ja wirklich nicht. Aber wenn es irgendwas anderes ist, sollte man die Leute einfach in Ruhe lassen. Eigentlich, also sie sind mir alle geläufig, vor allem dieses, oh, ich krieg bestimmt eine schlechte Note. Ja. Aber so richtig häufig habe ich das zum Glück alles noch nicht gehört. Also ich habe sehr oft gehört, oh, deine Hose ist kaputt, hat für eine ganze Hose nicht mehr gereicht. Das habe ich sehr oft schon gehört.
Ja, stimmt auch wieder, ne? Und du bist ein bisschen zu kurz. Du bist ja da schon rausgewachsen. Ja, wirklich. Also das sind so Sätze, die hören wir ständig. Leute, kennt ihr diese Situation oder diese Sätze auch? Dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Oder kennt ihr noch weitere Sätze, ja, die ihr niemals hören möchtet, aber leider immer wieder hören müsst? Lasst uns das gerne wissen und sagt uns auch, welcher von diesen Sätzen euch am meisten nervt. Nervt! Also schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!